Na, am kleinen fixen Cut sind wir wieder da. So, aus dem südlichen wieder raus. Das heißt, wir gehen hier durch. Und ich wollte mal gucken, was habe ich noch so im Inventar, was ich loswerden kann. Erstmal nichts, das behalte ich erstmal noch. Weiß nicht, wie viel ich hier jetzt noch behalten kann oder so. Ach, aber es sollte doch noch klappen. Ah. Das kann ich nicht. Hm, ja. Dass die einfach nicht sprechen. Jeder Charakter kann nicht sprechen. Ja, komm, wir machen uns auf den Weg. Weg. Süden. So, da ich schon gesagt hatte, ich hatte mal das Schild gelesen. Da vorne links geht mich ein Weg entlang. Aber erstmal hier so ein paar Slimes und ein paar Schmoller töten hier. Zack. Das geht relativ doch fix. Super. Fiole, okay. Mit. Was war das jetzt für eine Essenz? Ich glaube, die behalten wir mal. Steckt darauf die Stärke eines Verbündeten. Und das könnten wir auch noch behalten. Sehen wir ja. Man kann immer alles gebrauchen. Nee. Ich sehe gerade. Das Twitter-Zeichen verdeckt etwas den Kompass. Aber so halb so wild. Aber es geht doch von der pixeligen Art her, dass die Farben doch etwas kräftiger wirken. Ja, was soll man erwarten? Das Spiel ist. Wie alt ist das denn? Ich sag mal 10 Jahre. Ist das Minimum alt? Könnte man ja nachgucken. Steht es auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Da habe ich es auf jeden Fall. Wird es mit beistehen. Achso, so ein paar Informationen, wo er ein bisschen herbekommt. Über das Spiel werde ich wohl eine Wiki leiten oder so. Mal gucken. Aber leider nur Singleplayer. Ich warte mal noch so. Bock auf so ein, sag mal so ein Let's Play Retro. Together. So, jetzt müssen wir mal gucken hier, wo wir lang müssen. Hier lang oder so. Kontrollpunkt, okay. Dann gehen wir hier lang. Noch keine neuen Viecher aufgetaucht, wundert mich eigentlich. Bis jetzt noch nicht. Man wartet immer so drauf, dass man irgendwelche neuen Kreaturen trifft, die doch etwas wieder stärker sind als zuvor, wo man wieder ein bisschen weniger Schaden erreicht. Und man doch mit zwei Leuten dran hängt. Ah, hier. Da oben sehe ich auch eine Schatztruhe. Das ist eine Schatztruhe. Ah, hier ist jemand durchgekommen. Naschkätzchen. Tschüss. Hat auch gut den Vorteil hat, wenn man halt wirklich dauerhaft den ersten anklickt, dass halt der, wenn der erste down geht, der zweite dann letztendlich mitgenommen wird und nicht einfach gesagt wird, ja, du wolltest den ersten angreifen, der ist jetzt tot. Okay, tschüss. Ah, ich will die Truhe da oben. Lauf. Nein, es wird Nacht. Oh, neue Dinger. Oh, die Kleinen haben wir schon gesehen mit dem Hammer, den Käfer noch nicht. Käferknirsch. Oh. 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 Heidewitzka. Jetzt bin ich überlegen. Zauber. Heilung. Man kann auf jeden Fall einen guten Schaden anrichten. Ja? Oh, der konzentriert sich. Das ist jetzt nicht geil. Versagt erstmal. Ah, Gott sei Dank. Tschüss. Oh, jetzt so langsam wieder interessant für uns. Würde ich mal behaupten. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Ein paar Schleimerringe. Natürlich nicht für uns, glaube ich. Dass wir die anziehen können. Hol hier. Nein. Transfer. Obwohl, ja. Dann zieh die doch mal an. Sieht vielleicht ein bisschen komisch an dir aus, aber. Ja. Muss wohl so sein, oder? Ne, der Teil hält er noch aus, wie ich es behaupten. Dann gehen wir mal hier weiter. Das ist natürlich jetzt Osten. Aber es war halt der südliche Punkt.
Oh, neue Freunde. Fechtfuchs. Schützenwicht. Ei, wow. Oh, der ist aber gut gestärkt, sind die. Und was bist du für... Achso, halt so eine Fortentwicklung oder so, oder ne? Okay, brauchen wir auf jeden Fall schon mal wieder zwei Schläge für die Dinger. Das heißt auf jeden Fall ein bisschen mehr Action. Ah, nicht betroffen. Dann machen wir mal... Ne, dann machen wir gleich den Zauber, wenn wir wieder aus dem Menü raus sind. Dann ist es einfacher, glaube ich mal. Dann können wir nämlich gut angreifen und wir verzaubern einfach hier. Alle heilen, zack, wieder voll, gut ist. Wird doch bestimmt irgendwann so eine Gruppenheilung geben, die wir direkt einsetzen können, dass es ein bisschen billiger ist und wir alle gleichzeitig heilen können. Müssen wir gucken, ob was wir den hier draufsetzen, ob wir den mehr auf Magie mitsetzen. Müssen wir mal schauen. Okay, der hat irgendwas mit 17 gehabt. Aua, treffe ich da nochmal. Sausack. Was sagt denn das Gold? Ah, 824. Klingt auf jeden Fall super. Und da hinten ist anscheinend... Warte mal, was ist hier? Oh, hier ist eine kleine Stadt. Da sollten wir doch mal als erstes reingehen, würde ich sagen. Ein kleiner Zwischenposten, super. Oh, Pestpilz. 14. Okay, die gehen auf jeden Fall schon mit zwei Schlägen down. Ja, das ist nicht so schlimm. Ich habe Angst um den Pestpilz, dass der irgendwie noch eine gute Attacke kann. Gehen wir erst auf den. Machen wir erstmal so eine Kopfnuss. Okay, mit 30. 33 Schaden ist er auch weg. Machen wir einen platt. Okay, 20. Dann bist du da auch weg. Tschüss. Tschüss, hab ich gesagt. Guten Tag. Wo sind wir denn hier? Hallo? Auf jeden Fall kleines Händlerdörfchen und eine Kirche dabei. Eine kleine Stadt. Ein kleines, einfaches Dorf, würde ich behaupten. Oh. Nee, ich weiß nichts von euch. Was willst du denn? Wie süß. Wie? Ernsthaft? Ich hätte euch platt gemacht. Jessica, hört sich weiblich an. Jetzt könnte es natürlich sein, dass die unsere nächste Gefährtin wird. Liegt leider nur am Turbo. Tut mir leid, aber ich könnte natürlich bei Gesprächen ausschalten, aber nö, lassen wir mal das erst. So, schauen wir uns erstmal drumherum aus, ob wir ihn ein bisschen zerstören können. Okay, ein paar Grabmäler. Okay, können wir rüber, da hinten habe ich schon... Ist hier noch was? Ne? So. Topf. Topf. Ah, hier ist Ausruhen. Das ist schon mal gut. Das machen wir als erstes. Hallo. Ach, ja komm, übernachten wir auch. Was macht der da? Okay. Bastelt auf jeden Fall irgendwas. Aber ich tippe mal, dass es der Alchemietopf wird, den ich auch schon erwähnt hatte. Den kannte ich noch. Dass man damit was erreichen kann. Kann man irgendwie so besondere Sachen herstellen, dass sie halt ein bisschen stärker werden, die man nicht kaufen kann. Was halt sonst auch, was kann sie Sachen damit herstellen, die man nicht bekommt, so regulär oder ganz, ganz, ganz selten. Und so kann man sie einfach sich herstellen lassen. Tag. Sogar mal speichern. Oh, ein Flügelchen. Ein Oppi. Blub, blub, da ist nichts.
Blablabla. Ah ne, der wollte nicht nochmal sprechen. Jetzt ist noch der Obi dran.